Ideen und Konzepte heutiger Computer- und Videogames haben ihren Ursprung oftmals in Spielen, die 30 Jahre oder älter sind. Daher stelle ich euch in meiner neuen Reihe Videogames meiner Jugend einfach mal die Spiele vor, die ich damals toll fand. Los geht's mit dem ersten Teil meines Dreiteilers. 30 tolle Games für die Konsole VCS 2600 von Atari. Viel Spaß! Hallo zusammen! Die Konsole VCS 2600 von Atari war der erste große Schritt zum Gaming im heimischen Wohnzimmer. Die Hardware war allerdings noch nicht übermäßig leistungsfähig. Das merkte man besonders an der eher simplen Grafik und dem meist nur piependen Ton. Aber die vielen Spielideen waren halt allesamt neu und faszinierend. Ich habe mir daher mal 30 Titel herausgepickt, die ich euch in alphabetischer Reihenfolge vorstellen will. Bei den ersten 10 in diesem Video geht es von den Buchstaben A bis D. Adventure, veröffentlicht 1979 von Atari. In diesem Spiel ging es darum, einen goldenen Kelch zu finden. Streng genommen handelt es sich also um eines der ersten Grafik-Adventures überhaupt. Man sah von oben auf das Spielfeld, das mehrere Bildschirme umfasste und die verschiedenen Landschaften darstellte. Hier konnte man unterschiedliche Gegenstände finden, wie Schlüssel, die Tore öffneten, oder ein Schwert, mit dem man sich gegen die drei Drachen verteidigen konnte. Allerdings konnte man immer nur einen Gegenstand gleichzeitig mit sich herumtragen. Man musste sich also immer genau merken, wo man einen Gegenstand gelassen hatte, falls man ihn nochmal benötigte. Das war immer wieder sehr spannend. Amidar, veröffentlicht 1982 von Parker Brothers. Hier ging es darum, in einem gerüstartigen Level alle Stellen abzufahren, ohne von den Gegnern berührt zu werden. Die eigene Spielfigur war dabei je nach Level entweder ein Orang-Utan oder eine Farbwalze. Verrückt, oder? Die Gegner waren ebenfalls strange. Entweder Pygmäen oder kleine Schweinchen. Hatte man einen rechteckigen Bereich markiert, wurde dieser farblich markiert. Waren alle Rechtecke im Gerüst abgefahren, ging es zum nächsten Level. In dem waren dann die Gegner ein klein wenig schneller. Runde für Runde, trotzdem immer wieder spaßig. Asteroids, veröffentlicht 1979 von Atari. Spätestens seit dem zweiten Krieg der Sterne-Film weiß man, Asteroiden sind schlecht fürs eigene Raumschiff. Genau das merkt man auch beim Spiel Asteroids. Hier läuft man nämlich ständig Gefahr, von Asteroiden getroffen zu werden. Das wirklich Dumme dabei ist nur die eingeschränkten Steuerungsmöglichkeiten im Weltall. Denn man kann eigentlich nur beschleunigen, bremsen oder sich links und rechts um sich selbst drehen. Genau mit diesen Schwierigkeiten hat man dann eben auch im Spiel zu kämpfen. Lediglich mit der fest eingebauten Kanone kann man die Asteroiden beschießen. Diese zerfallen dann aber nur in zwei Teile, die unkontrolliert durchs Weltall treiben. Erst wenn man ein wirklich kleines Stück Asteroid beschießt, zerfällt das zu Staub und ist keine Gefahr mehr. Einfache Idee? Großartiges Spiel. Astro War. Veröffentlicht 1983 von Goliath. Okay, zugegeben, eigentlich ist dieses Spiel super simpel. Das eigene Raumschiff fliegt von links nach rechts und man muss die Asteroiden, die einem im Weg sind, einfach nur kaputt schießen. Ab und an taucht dann mal ein feindliches Raumschiff auf. Schafft es dieses Raumschiff an einem vorbei, verliert man ein Leben. Trotzdem hat dieses Spiel unglaublich viel Spaß gemacht. Vielleicht aber nur, weil es mit der Zeit unfassbar schwer wurde. Beam Rider, veröffentlicht 1984 von Activision. Der eigene Planet mit einem Verteidigungsnetz umgeben. Auf dessen Strahlen, den Beams, reitet man, um feindliche Schiffe abzuschießen. Wenn man das so erzählt, klingt es erstmal ziemlich langweilig. Tatsächlich war dieses simple Spielprinzip aber genau der Grund, warum man mit diesem Spiel Stunden verbracht hat. Simpel ist manchmal einfach doch besser. Berserk, veröffentlicht 1982 von Atari. In der Science Fiction wird ja gerne mal mit der Angst vor außer Kontrolle geratenen Robotern gespielt. Bei Berserk ist das ganz ähnlich. Hier findet man sich in einem Labyrinth und sucht verzweifelt nach einem Ausgang. In jedem Raum von diesem Labyrinth sind aber auch immer mehrere Roboter, die zunehmend aggressiver werden. Jeder Raum hat dabei immer mehrere Ausgänge, durch die man ihn verlassen kann. Dabei darf man aber weder Wände noch Roboter berühren. Steht einem dabei ein Roboter im Weg, zückt man die eigene Laserwumme. Lässt man sich aber zu viel Zeit in einem Raum, erscheint Evil Otto. Und Evil Otto ist wahrhaft teuflisch, denn er kann durch Wände gehen, aber dafür nicht getötet werden. Diese Kombi aus
ständigem Stress, subtiler Angst und der Möglichkeit dieser unendlich vielen Räume hat eine unglaublich hohe Spielmotivation geschaffen. Dieses Spiel war einfach absolut spielenswert. Centipede, veröffentlicht 1982 von Atari. Mit Centipede wurde endlich das Thema Schädlingsbekämpfung bei den Videospielen etabliert. Nein, jetzt mal ernsthaft. Centipede zeigt, dass ein guter Shooter eigentlich nur wenig Story braucht. Oben vom Bildschirm läuft ein Tausendfüßler, dessen Körpersegmente einfach nur einzeln abgeschossen werden müssen. Dadurch teilt sich der Körper gern mal in zwei unabhängige Hälften, die unterschiedliche Wege nach unten nehmen. Interessante Ballerei, die man aber nicht zu ernst nehmen durfte. Chopper Command, veröffentlicht 1982 von Activision. Hubschrauber und ähnliche Fluggeräte hatten in der frühen Videogame-Phase immer wieder mal ihre Auftritte. Chopper Command ist einer dieser Vertreter. Man gibt dort nämlich mit seinem Kampfhubschrauber, einem Fahrzeugkonvoi Luftunterstützung. Das ist auch dringend notwendig, denn ständig wollen feindliche Hubschrauber und Flugzeuge diesen Konvoi in die Luft sprengen. Hat man diese eine Gefahr ausgeschalten, ist auch schon wieder Eile geboten. Denn ganz sicher steht schon der nächste Konvoi unter Beschuss. Auch das eine einfache Idee, die trotzdem für stundenlangen Spaß gesorgt hat. Decathlon, veröffentlicht 1984 von Activision. Oh ja, der Tod aller Joysticks. Decathlon war einer der ersten Vertreter der sogenannten Rüttelgames. Eigentlich ging es im Spiel nur darum, den olympischen Zehnkampf zu bestreiten. Also 10 leichtathletische Wettkämpfe rund ums Laufen, Weit- oder Hochspringen, Werfen und Stoßen. Bei allen Disziplinen war gleich, dass man den Joystick super schnell von links nach rechts bewegen musste. Ab und an noch den Feuerknopf an der richtigen Stelle drücken und schon wurde einem die Punktzahl für die jeweilige Disziplin gutgeschrieben. Gerade aber diese schnellen Links- und Rechtsbewegungen haben dafür gesorgt, dass die Kontaktschalter im Joystick gern mal kaputt gingen. Das war denn die Sternstunde richtig hochwertiger Joysticks, wie zum Beispiel dem Competition Pro. Aber auch das Spielen selbst war schon richtig anstrengend. So ein 1500 Meter Lauf hat auch schon mal die eine oder andere Minute gedauert. Das spürte man dann hinterher dann ganz schön in den Händen. War trotzdem immer wieder spaßig, besonders wenn man gegen einen Freund angetreten ist. Donkey Kong, veröffentlicht 1983 von CBS Coleco. Sind die denn vom Affen gebissen? Genau das hätte man sich jedes Mal bei diesem Spiel fragen können. Tatsächlich erlebte man mit Donkey Kong den Start einer großartigen Computerspielschmiede, die bis heute besonderen Einfluss und eine unglaubliche Bedeutung für die gesamte Branche der Computerspiele hat. Ja, richtig, ich rede hier von Nintendo. Dabei fing nun mal eben alles mit genau diesem Affen an, der die eigene Freundin entführt hat und die man nun eben zu retten hatte. Also, die verschiedenen Ebenen hochlaufen, Fässern und Baumstämmen dabei ausweichen und ganz oben Donkey Kong stellen. Der hat sich dann immer prompt zum nächsten Level aufgemacht und dabei die eigene Freundin einfach auch mal mitgenommen. Also ging das Spiel wieder von vorne los. Donkey Kong war zwar für die Atari-Konsole nicht so toll umgesetzt, vor allem die Grafik war am Automat besser und die Steuerung weniger hakelig. Trotz allem hat dieses Spiel auch auf der Konsole unglaublich viel Spaß gemacht. Man hat im Spiel damals einfach schon angemerkt, das ist der Beginn von was richtig Großem. Das waren die ersten 10 Spiele für das Atari VCS 2600, die ich euch vorstellen wollte. Jetzt seid ihr an der Reihe. Welches dieser Spiele kanntet ihr, weil ihr es zum Beispiel schon selbst gespielt habt? Oder gab es ein Spiel, das nach eurer Meinung in meiner Auflistung gefehlt hat? Schreibt mir das doch bitte in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen, dann gebt ihm doch einen Daumen hoch. Damit weiß ich, ob euch das Thema gefällt und mache vielleicht noch weitere Videos zum Thema Retro Gaming. Ansonsten, der nächste Teil kommt nächsten Montag. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann!